Das ist nicht normal, oder? Früher ist nicht alles besser, es ist einfach anders. Wir haben noch gespielt für uns, oder wir haben nichts gehabt, oder? Einen Teppichstange haben wir draußen gehabt, oder? Wir sind in einem sozialen Brennpunktquartier, wir haben noch Teppichstange gehabt, oder? Das merkst du gut, soziale Brennpunktquartier gibt es heute noch, oder? Das ist überall dort, wo es Teppichstange draußen haben, wir achten, oder? Weißt du, der Teppichstange, kennt ihr noch Teppichstange? Ja, der Teppichstange, weißt du? Nebendran hast du so ein Bänkchen gehabt, wo du den Schuhteppich noch ausgelaufen hast, oder? Und vorne, ich meine, heute gar nicht mehr mit Teppich drin, oder? Und alle Laminat, Parkett, Blättchen, oder? Aber früher hast du Teppich gehabt, was drüber da hat. Ich habe zwar noch nie einen gesehen, ich aus dem Teppich gelaufen, oder? Aber wir haben eine Teppichstange gehabt, oder? An dieser Teppich, das war eine Multi-Universal-Stange, du hast alles können machen dort, oder? Du hast können als Fußballgoal brauchen, du hast können brauchen zum Zauteln, hast nicht drüber ein Zelt drüber gezogen, du hast können brauchen zum Umturnen, hast können brauchen zum Abgehen, oder? Am schönsten war im Winter, hast du können brauchen als Mutprobe, oder? Hast du können zum Unterhalten. Wenn dann einer Kleipe geblieben ist, sind alle verschwunden. Weißt du schon, das war früher, das sind die Spiele von früher, oder? Früher hat man noch Schackmesser im Sack gehabt, oder? Mit dem Spiel, weißt du, hast so Messerli-Spiele gemacht, oder? Weißt du, der Messer so am Boden gerührt, bei diesem am Fuß, oder? Da musst du den Fuß nehmen, du meinst, hast du die Schuhe bleibt, oder? Macht nichts. Aber es war so, bis du nicht mehr stehen, weißt du? Das sind die Spiele, die man früher. Ich meine, heute, wenn irgendein Kind ein Sackmesser dabei hat, dann geht in die Schule, nimmt das Sackmesser für, dann geht gerade der super Interventionsteam da, oder? Der Lux-Kommando kommt, oder? Dann kommt das Care-Team für den Lehrer, oder? Die ganzen Lehrer, die trauen ja gar nicht mehr sagen, oder? Alle Kinder sind verstört, irgendeine Polizeipatrouille geht heim und konfisziert den Computer, oder? Weil es gewaltverherrlichende Spiele getroffen hat, oder? Dabei hast du nur ein Victorinox-Messer mit in die Schule genommen, oder? Weil früher ist nicht alles besser, es ist einfach anders gewesen, oder? Wenn du früher ein Messer in die Schule genommen hast, oder? Hast du im Klassenzimmer aufgetan, hast du ausgepackt, hat es eine Traube drumherum, alle haben das Messer angeschaut mit zärtlichen Augen, oder? Der Lehrer hat sein Sackmesser vorgenommen, oder? Dann haben sie verglichen, was für Messer als die haben, oder? Das ist eine ganze Stunde vergangen, oder? Das war so früher, oder? Heute sagen sie mir, ja, früher ist alles besser. Es ist nicht besser, es ist einfach anders gewesen, oder? Ganz ehrlich gesagt. Aber es ist auch eine schöne Zeit jetzt, oder? Ganz ehrlich gesagt. Ich finde es auch immer wieder eine schöne Zeit, oder? Weil die schöne Zeit, wo haben wir da, haben wir noch etwas vorbereitet. Wir haben eine ganz schöne Zeit da. Never change a winning team. Kennen Sie never change a winning team? Das sagt man auch bei den Fußballern oder bei anderen Mannschaften, sagen sie immer, wechselt nie ein Gewinnerteam. Italien hat es auch gemacht, Lippi hat es nicht gewechselt. Oder? Das sagen wir dann fast mit der gleichen Truppe, wo wir schon Weltmeister geworden sind. Gut, de facto, wir sind nur eine Woche Weltmeister. Also von dem her können wir noch profitieren. Nein, aber auch in der Schweiz, oder, die ziehen das voll durch. Never change a winning team, oder? Ich weiss nicht, ob ihr das Foto kennt, oder? Ich werde es euch schnell zeigen. Kennt ihr das, oder? Der Bundesrat, oder? Weißt du, das ist das offizielle Bundesratsfoto von diesem Jahr. Die haben immer so ein Autogrammfoto. Jedes Jahr machen sie Autogrammfoto, oder? Und ganz ehrlich, heute haben wir vielleicht in der Zeitung gelesen, der Bundesrat hat eine Schulreise gemacht. Das hat genau so ausgesehen, oder? Wenn wir Schulreise gemacht haben, hat es auch so ausgesehen. Immer ein Mädchen und ein Bub, oder? Dann ist man im Gleichschritt marschiert und ist schön getroffen. Aber ich glaube, die gehen sogar Händchen da hin, oder? Weil es war immer so gewesen, oder? Musst mal schauen, oder? Never change a winning team, aber ganz ehrlich, wenn die Typen anschaust, alle haben das gleiche Grinsen drauf, oder? Wenn man da sieht, oder? März, wo ist März? Da hin. Sieht aus wie Louis de Funès. Mögen Sie noch erinnern, Louis de Funès, der grosse Filmmacher. Nein! Der Franzose, weißt du, genau so sieht er aus, oder? Und genau so ist mir vorgekommen mit den Lippengeistern, weißt du noch, oder? Boah, sie sind unten, boah! Nein, jetzt gehen wir runter, wir holen sie mit dem Flügel, sie sind im Flügel, das Gepäck ist schon retour. Wir gehen zurück, ah, was, sie sind nicht da. Ah, es geht noch weiter, genau so wie ein Film von Louis de Funès gesehen, oder? Ja, ist aber genau so gesehen, oder? Jetzt kommen sie daheim, aber ich habe unterschrieben, sie kommen daheim. Nein, sie kommen nicht, boah, was, die gehen nicht, boah! Genau so ist es gesehen, oder? Ecco sie! Never change a winning team, ich weiß nicht, oder? Meine Micheline Galmire, oder? Die hat im
Frühling, im Januar, hat sie einen Preis abgarniert, verkleidet als Dimitri, oder? Kennst du noch Clown Dimitri, oder? Er sieht genau so aus wie Calmire, oder? Dann ist nicht hingegangen und hat den Swiss Award in Humor geholt oder in Comedy oder weiss auch nicht. Dann bist du nicht in Calmire gewesen. Dafür hat der Dimitri vor der UNO geredet, oder? Ist auch nicht schlecht. Manchmal ist es nicht schlecht, oder? Weil das ist die mit den geklopften Sicherungen, oder? Boah! Unverkennbar, oder? Frau Wittmer Schlumpf, der Tochter vom Papa Schlumpf, oder? Ich habe das Gefühl, das ist ein Lohn, die mit einem weißen Gärtchen, aber das ist nicht. Dann nehmen wir hier noch den Letzten, der gekommen ist, darum ist er auch zuhinderst, oder? Die Burkhalter. Haben Sie schon etwas gehört? Das ist schon fast ein Jahr, ist der Bundesrat, oder? Haben Sie schon etwas gehört von der Didier Burkhalter? Ich glaube, der macht seine Sache nicht, von dem gehörst du nie etwas. Heute sind es Gummölen, habt ihr gesehen, sie sind Gummölen gegangen, oder? Wie im Kindergarten, alle mit Fingerfarbe gemölen, oder? Eine schöne Bild haben sie gemölen, oder? So richtig gemögt, oder? Kein Wunder, haben wir so einen Kindergarten in Bern, oder? Der Doris Leutart, der Bundespräsidentin, oder? Die hat immer ein Grinsen wie drauf tätowiert und einen Stocker weg. Die könntest du meinen, die sind Hypnosemeister. Der Uri Geller von der Regierung. Ich komme in Angst über, wenn ich die sehe, oder? Und wer haben wir noch? Uli, der Bundesrat. Weißt du, früher, wo wir noch in Schule sind, haben wir schwarz-weiß, haben wir Uli den Knecht geschaut im Schweizer Fernsehen. Weißt du, Uli der Knecht, weißt du, nachher ist er Uli der Pächter geworden, weißt du, oder? Uli der Pächter, auch auf schwarz-weiß auf SRG, oder? Und irgendwann sind die Ausländer in die Schweiz gekommen, dann ist er Uli der Maurer gekommen. Ja, wir Muratori haben ihm gezeigt, wie man eine richtige gerade Wand macht, oder? Nicht, dass wir noch mehr kommen von uns, oder? Jetzt ist Uli der Maurer geworden, nachher ist Uli der Bundesrat geworden, oder? Jetzt ist er Uli der Bundesrat, und wenn der Ratzinger mit seiner Kehle noch weitermacht, irgendwann wird Uli der Papst, oder? Das ist normal. Das ist die Karriere von einem Uli, oder? Der mit der besten Armee, die sie hat, geht's, oder? Habt ihr auch schon gehört? Der beste Armee, die sie hat, geht's, hat er erfunden, oder? Da geht sie dann sogar den Libyen-Geisler befreien, man fängt mir wieder. Ja. Was hätte die Welle mit der Armee Velo 63 beschicken, oder was? Oh, Männer, hoffen! Never change a winning team. Man kann mir reden. Das ist doch hinten. Weißt du, was das ist? Das ist so ein 3D-Bild, wie sie in den 90er Jahren hatten. Wissen Sie noch, die 3D-Bilder? Hat ganze Bücher gehabt, die man hat müssen so anheben, oder? Und alle haben gesagt, siehst Bild, oder? Und du hast gesagt, ja, ich sehe es, aber es ist nichts gesehen. Oder? Das ist genau so, wenn du das anhebst, oder? Weißt du, was das ist, Tone? Das ist der Christoph Blocher. Und der grinst sich ins Füßchen, oder? Weil der hat die Initiative gemacht und hat gesagt, der Bundesrat muss vom Volk gewählt werden, oder? Wir können noch lange rummarschieren. Der nächste Volkswahl wird irgendwie der Bundesrat, oder? Ja, wir sehen es ganz genau. Es ist Uli Maurer, oder? Ah nein, Uli, das ist Christoph Blocher, ja genau. Ja, wir sehen es. Ja, wir sehen es, ragazzi. Never change a winning team. Das ist eine Krise. Ich denke auch mit dieser Regierung. Wir Italiener wissen ja, um was es geht. Auch mit dieser Regierung. Man geht in Gott der Welt. Und wenn die Welt untergeht, heisst es noch lange nicht, dass die Schweiz mitgeht, oder? Weil so wichtige Entscheidungen, als jeder gesagt, die gehen immer zuerst vor das Volk, ragazzi. Ja, così, oder? Wenn wir noch einen machen, bevor wir die Pause machen, wir machen noch schnell einen Mini-Spot. Aqua Rocchetta macht nicht schöner, aber der Haar wachsen. Einfach nicht auf dem Kopf.